So schnell kann ich gar nicht schauen. Und da steht schon der Oktober quasi vor der Tür. Und deswegen wird es mal wieder Zeit für die Rache des Sub und diesmal für den Oktober. Hallo ihr Lieben und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute geht es um die Rache des Sub für den Oktober. Und ihr Lieben, ich habe echt keine Ahnung. Ich habe wirklich null Ahnung, was letztes Jahr im Oktober bei mir eingetrudelt ist, wie viel es war und vor allem, wie viel ich davon gelesen habe und wie viel noch nicht. Ja, das wird jetzt eine extreme Überraschung. Ich bin wirklich mega, mega gespannt. Die letzte Rache des Sub, die lief ja mega gut für den September. Da hatte ich ja einen Nullermonat, also da ist kein einziges Buch noch ungelesen. Da waren es auch recht wenige Bücher, ich glaube 4 oder 5. Und das war echt toll. Ich befürchte, dass es im Oktober wieder anders aussieht, weil meistens ist es so, wenn in einem Monat weniger bei mir eingezogen ist, dann im Folgemonat wieder mehr, weil oft am Ende vom Monat noch Bücher erscheinen und die dann in den neuen Monat der Neuzugänge schon reinfallen. Und so passiert das, dass das recht unregelmäßig öfter bei mir war und auch weiterhin ist bei den Neuzugängen. Und ja, deswegen denke ich mal sehr, sehr stark, dass, ja, dass kein erneuter Nullermonat wird. Für alle von euch, die nicht wissen, wie ich die Rache des Sub umsetze, ganz kurz und knapp eine Erklärung. Ich schaue mir mit euch gemeinsam, ich blende das Video neben mir wie gewohnt in meinen kleinen Fernseher ein, das Neuzugänge-Video vom letzten Jahr, in dem Fall Oktober, an. Wir schauen uns an, welche Bücher sind eingezogen. Ich sage euch zu den jeweiligen Büchern, die ich gelesen habe, ein paar Worte und die ich nicht gelesen habe, hole ich mir im Anschluss aus meinem Subregal raus. Werde dann nach und nach in die Bücher reinlesen, so die ersten paar Seiten, also so ein kleines Mini-Try-Chapter im Laufe dieses Videos, sage euch meinen Ersteindruck und werde dann aus den ganzen Büchern, die noch ungelesen sind und wo ich reingelesen habe, eines auswählen, das auf die Leseliste im Folgemonat, sprich diesmal im Oktober, kommen wird. So, ich hoffe, die Erklärung war jetzt logisch, wenn nicht, ihr seht es im Laufe des Videos. Ich suche mir mal am Handy mein Neuzugänge-Video vom Oktober raus. Im Titel steht schon drinnen, dass es 9 Bücher waren, also eigentlich auch noch ja, eine Anzahl, eine Grenze, die ich okay finde. Schauen wir mal, was für Bücher es waren. Okay, das erste Buch ist The Lie in Your Kiss aus dem Ravensburger Verlag. Das habe ich schon gelesen. Das habe ich gemeinsam mit der Simona in einer Buddy-Read-Runde gelesen. Den zweiten Band haben wir noch nicht gelesen und ich habe ihn auch nicht hier. Ich habe aktuell nicht vor, mir den zu holen und das weiterzulesen, obwohl das Buch nicht schlecht war. Das war so ein 4-Sterne-Buch. Da geht es um die Hüter der Jahreszeiten, also ja, Familien, die die Jahreszeiten hüten und um eine Protagonistin, die halt auch zu einer so einer Familie gehört und dann passieren ein paar Dinge und ein wichtiges Amulett wird gestohlen und sie will das halt wieder beschaffen und geratet da so rein und verliebt sich dabei auch noch und es gibt natürlich eine Verschwörung, so eine Art und Krieg zwischen diesen Jahreszeitenhäusern und ja, es war so ein typisches Jugend Urban Fantasy Buch, ja, also ich würde das sehr Einsteigern empfehlen oder Leuten, die noch nie was mit Jahreszeiten, Magie und so gelesen haben, für Einsteiger wirklich toll. Schreibstil flüssig, man fliegt da durch, aber es war halt jetzt nichts Besonderes oder Neues für mich. Deswegen, obwohl es nicht schlecht war, habe ich irgendwie nicht das Bedürfnis, den zweiten und letzten Teil zu lesen. Das ist eine Dialogie, aber vielleicht irgendwann, aber aktuell begnüge ich mich damit, dass ich den ersten gelesen habe und das Cover ist ja auch sehr schön fürs Regal. Das zweite Buch war Right Here von Anne Petzold. Das habe ich auch schon gelesen, yes. Und zwar war das ein absolutes Winterbuch, wobei man kann das auch mal anders lesen, weil es ist jetzt nicht so winterlich, wie das Cover vermuten lässt. Es geht um Eiskunstlauf, aber eigentlich läuft die Protagonistin immer in der Halle, wo sie trainiert. Sie ist auch Eiskunstläuferin und lernt dann einen jungen Mann kennen, ein bisschen so durch Zufall in der Eishalle. Er selber läuft nicht, sondern sein kleiner Bruder und die beiden kommen sich halt näher und jeder von ihnen hat halt noch ja, so seine eigenen Probleme. Das war eine sehr unschuldige Love Story, also unter New Adult würde ich das gar nicht verbuchen, sondern eher Young Adult, obwohl die beiden erwachsen waren, beide glaube ich über 20. Gibt es hier keine spicy Szenen, keine sexy Time, also wirklich mega unschuldig. Trotzdem ein süßes Buch, aber mir persönlich sind Spicy-Szenen ja nicht wichtig, aber bei dem Buch hat mir irgendwie so dieser Funke gefehlt. Ja, also ein paar
Szenen, wo sie sich näher kommen, wären schon gut gewesen. Ein paar mehr. Trotzdem ganz gut, hat mich aber trotzdem nicht so überzeugt wie die Folgerei von Anne Petzold. Den zweiten Teil habe ich noch ungelesen im Regal, tatsächlich. Den spare ich mir aber absichtlich für den Winter auf, weil auch da geht es um einen Eiskunstläufer. Und das nächste Buch von ihr kommt im Jänner raus, also Anfang nächsten Jahres. Deswegen werde ich das wahrscheinlich geplant November oder noch eher Dezember auf die Leseliste packen. Also das ist absichtlich noch am Sub. Aber den ersten habe ich schon gelesen. Das nächste Buch ist Forever Right Now von Emma Scott. Auch das habe ich schon gelesen. Das ist der erste Band dieser Reihe. Da habe ich Band 1 und Band 2 gelesen und Band 3 suppt noch rum im Regal, was ich dringend ändern muss, weil ihr neuer Reihenstart ja schon bei mir eingezogen ist. Ja, das seht ihr in meinen aktuellen Neuzugängen. Wenn ich nicht vergesse, verlinke es hier oben hinter dem i. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Da ist nämlich das neue Buch von Emma Scott eingezogen, wo ich mich mega drauf freue. Aber ja, Forever Right Now ist schon gelesen, war auch ein 5-Sterne-Highlight. Es geht da um einen verschneiten Winter. Also das ist wirklich ein mega winterliches Buch. Das kann ich euch sehr für die Winter- und Weihnachtszeit empfehlen. Da passt das, weil es tut die ganze Zeit schneien und regnen und stürmen. Es ist eiskalt und es geht um zwei Protagonisten, die sich kennenlernen, die beide nicht viel Geld haben aus verschiedenen Gründen. Und dann gemeinsam in das Einzimmer-Apartment des männlichen Protagonisten ziehen, so WG-mäßig, um sich die Kosten zu teilen, sich dann dabei anfreunden und natürlich dann auch daraus Liebe entsteht. Und ich mochte das Buch wirklich. Es hat einen Vibe versprüht, der total meiner war. Ich habe beide Charaktere ins Herz geschlossen und das ist auch so ein Buch, das könnte ich mir vorstellen, im Winter zu rereaden tatsächlich. Wenn nicht so viel am Sub sich anstauen würde bei mir, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Reread-Kandidat von Emma Scott für mich. Das nächste Buch ist Regenglanz von Anja Oma aus dem KISS Verlag. Auch das habe ich schon gelesen. Die Rache läuft ja auch wieder mega gut, muss ich sagen. Ich fand Regenglanz wirklich gut. Es war so 4 bis 4,5 Sterne, habe ich da, glaube ich, gegeben. Also es war nicht perfekt. Es war am Ende in der zweiten Hälfte zu viele Dramapunkte aneinander, die man sich hätte sparen können, weil das Buch auch ohne dem sehr gut funktioniert hätte, weil es geht um zwei Protagonisten, die sich kennenlernen, weil der männliche Protagonist ein Cover-Up-Tattoo sich über ein peinliches Tattoo stechen lassen will und sie ist Tätowiererin. Und so lernen sich die beiden ein bisschen holprig kennen und ja, kommen sich dann natürlich näher, aber dann kommt eben raus, dass sie ein Tabu brechen würden, wenn das zwischen ihnen ja weitergehen würde, ernster werden würde. Und dieses Tabu fand ich wirklich toll. Erstens habe ich es nicht vorhergesehen, zweitens fand ich es realistisch und nachvollziehbar. Es war nicht so over the top Drama wie viele anderen New Adult Büchern, so Probleme, die man sich nicht vorstellen kann, sondern es war wirklich realistisch. Wirklich ein Problem, wo ich sage, da wüsste ich auch nicht, wie ich damit umgehe. Aus beiden Seiten auch, von beiden Protagonisten. Aber ja, am Ende ein bisschen zu viel Drama, trotzdem toller Schreibstil. Ich mochte es sehr. Band 2 steht schon ungelesen im Subregal in den Startlöchern und Band 3 ist ja nochmal nach hinten verschoben worden auf nächstes Jahr. Deswegen warte ich mit dem zweiten auch noch so ein bisschen mit dem Lesen. Da sind andere Bücher gerade, die ein bisschen Priorität haben, aber ich freue mich da schon drauf. Das nächste Buch ist Ring aus Feuer von Mara Wolf. Der zweite Teil der Atlantis-Chroniken von ihr habe ich tatsächlich auch schon gelesen. Was ist da schon wieder los? Ist diese Rache tatsächlich so gut wie die letzte? Ich kann es nicht glauben. Auf jeden Fall ja schon gelesen in der Leserunde. Für nicht gut befunden, war wirklich eher ernüchternd, eher schlecht, noch schlechter als Band 1 für mich. Vor allem wegen den Charakteren, das habe ich ja schon öfter jetzt in Videos erklärt, dass dieses toxische und kindische und Beziehungsdrama echt schwierig war. Und diese Rätsel, die in den Büchern vorkommen, unverständlich sind, diese Herleitungen und Rätsellösungen. Ja, für mich persönlich kein Lesespaß. Trotzdem Teil 3 eingezogen und ist tatsächlich zum Zeitpunkt des Drehs die nächste Leserunde, die wir lesen im Laufe vom September. Falls ihr das seht, das Video, glaube ich, sind wir es gerade am Starten. Das nächste Buch war der jährliche Fitzek, nämlich Playlist. Auch das Buch habe ich schon gelesen. Yeah! Und zwar war das Buch echt, naja. Es wäre ganz cool gewesen. Es war ein Page-Turner. Ich war das in 2-3 Tagen durch. Easy cheesy. Ich mag seinen Schreibstil. Ich mag seine Ideen. Ich mag seine kurzen Kapitel und Cliffhanger am Ende der Kapitel. Gefällt mir total, ja. Das Problem, das bei Playlist ist, dass es falsch vermarktet wurde, denn es ist ein dritter Teil einer Reihe, nämlich von Augensammler und Augenjäger.
was nirgends draufsteht, was man nicht kapiert, wenn man neu im Fitzek-Game ist, so wie ich. Ja, ich habe ja erst, das war das zweite Buch, was ich von ihm gekauft und gelesen habe, und ich war da sehr enttäuscht beim Lesen, weil man wird halt komplett auf die Reihe erstens gespoilert, zweitens werden halt immer wieder Sachen erwähnt von den vorigen Büchern, die ich nicht gelesen habe und zu denen ich dann ja keinen Bezug aufbauen konnte. Das hat es natürlich ordentlich nach unten gezogen. Ich glaube, ich habe trotzdem noch 4 Sterne gegeben, weil ja ich schnell durch war und weil die Ideen von ihm ganz cool waren. Auch wenn es wirklich überdreht war, unrealistisch war, an den Haaren herbeigezogene Szenen hatte. Aber ich weiß nicht, warum, bei ihm stört mich das irgendwie nicht. Also es hat mich in dem Buch, obwohl mich das in so vielen Büchern stört, nicht gestört. Aber dass es eben ein dritter Teil war, ohne dass das wo draufsteht und komplett anders aussieht und heißt als die vorigen Teile, das war echt ein Minuspunkt. The Love That Lies Within ist eingezogen damals von mir, Sherry Dahm. Und ihr Lieben, das habe ich noch nicht gelesen. Das ist das erste Buch jetzt in diesem Video, das noch immer ungelesen ist. Ich bin gerade schockiert, dass das schon ein Jahr am Sub ist. Ich wusste, dass es sich schon Monate schiebt. Es war schon auf sehr vielen Leselisten, auf Jahreszeitleselisten. Viele von euch haben mir gesagt, liest das, wir wollen eine Meinung dazu. Und ich habe es nie geschafft, es ist immer übergeblieben. Ja. Finde ich ganz cool, dass es jetzt hier rauskam. Und Night Sky Full of Promise aus dem Lux Verlag ist auch schon ein Jahr ungelesen hier. Das habe ich auch noch nicht gelesen. Das gleiche Spiel wie bei The Love That Lies Within. Das Buch habe ich schon auf etlichen zig Leselisten drauf gehabt. Ich will das endlich lesen. Da sind schon Band 2 und Band 3 erschienen. Also die Reihe ist schon komplett erschienen. Und ich habe den ersten noch ungelesen im Regal. Also ganz, ganz schlimm. Ja. Das möchte ich endlich lesen und ich denke, dass das auf die Leseliste Oktober wandern wird tatsächlich. Aber ich werde dann noch reinlesen. All the Colors of My Dreams von Amy Harmon ist eingezogen. Das ist also auch schon ein Jahr am Sub. Nicht ganz, denn ich habe es schon angelesen. Das heißt, das zählt für mich für die Rache nicht. Ich bin es eigentlich gerade am Lesen. Ja, also es ist gerade auf meinem Currently Reading Stapel mit ein paar anderen Büchern. Ein paar Tage habe ich jetzt wieder nicht weitergelesen, aber ich bin auf Seite 60 oder 70. Den Einstieg fand ich schon sehr gut. Und da freue ich mich auch sehr aufs Weiterlesen, wie bei den anderen Amy Harmon Büchern. Aber ja, dadurch, dass ich es schon angelesen habe und gerade am Lesen bin, zählt es für mich jetzt nicht, obwohl es noch nicht beendet ist, zu dieser Rache des Sub dazu. Denn da nehme ich ja nur die komplett noch gar nicht gelesenen, noch gar nicht angelesenen Bücher mit rein. So, das sind die 2 Bücher, die noch ungelesen sind vom Oktober letzten Jahres. Bei 9 Büchern, 2 über, finde ich noch total im Rahmen. Also ich bin da wirklich wieder sehr zufrieden mit dieser Rache des Sub, muss ich sagen. Ich werde jetzt in beide Bücher reinlesen. Anfange tue ich mit The Love That Lies Within, dass ich da mal so die ersten Sätze reinlese. Das Buch fängt gleich mit was Traurigem an. Es ist in der dritten Person geschrieben, was ich ja nicht so mag. Gerade bei New Adult mag ich es wirklich nicht. Das ist also schon schwierig für mich, muss ich sagen. Aber ja, wenn es gut geschrieben ist, dann ist es ja okay, weil Amy Harmon schreibt auch in der dritten Person und da liebe ich die Bücher trotzdem. Also ja, mal sehen. Was mir nicht gefallen hat, war, dass gleich auf Seite 2 es in seiner Lendengegend gezuckt hat bei dem Gedanken an eine Frau, beziehungsweise dem Anblick einer Frau. Doch, ich hasse solche Umschreibungen ja wirklich krass, ja, in der Lendengegend zuckt, in der Hose zuckt oder so irgendwas, ach, da könnte ich wirklich kotzen. Aber ich will das jetzt nicht gleich schlecht reden, weil das waren ja nur die ersten paar Seiten in diesem Buch. Ja, ich bin wirklich gespannt eigentlich drauf, weil es soll hier ja um eine Tänzerin gehen, die an einem verlassenen Ort sich erholen will und dort ist aber auch ein Mann, der eigentlich auch dort sich zurückgezogen hat und die beiden lernen sich dann zuerst über Sprechen und Singen kennen, über die Mauer so irgendwie, also zuerst mal die Stimme und er ist wohl vernarbt im Gesicht und sowas liebe ich ja total, ja, aber ja, keine Ahnung. So, jetzt lese ich noch in Night Sky Full of Promise rein. Ich bin echt gespannt auf den Einstieg und auf den Schreibstil. Okay, das ist aus der Ich-Perspektive und aus beiden Perspektiven der beiden Protagonisten, das liebe ich. Man liest eigentlich gleich, wie sich die beiden kennenlernen. Es geht ja hier um 2 Protagonisten, die sich in einer Nacht kennenlernen und näher kommen und dann muss der Typ ins Ausland und sie machen sich aus, nach einem Jahr sich wieder am gleichen Ort zu treffen und er kommt dann nicht. Ein paar Jahre später treffen sie sich wieder und er kann sich nicht erinnern. Ja, also die beiden lernen sich dann im Club kennen und es funkt halt gleich zwischen ihnen, so Liebe auf den ersten Blick mäßig. Mag ich eigentlich nicht so, aber ich wusste ja, das ist das Konzept von diesem Buch und dieser Buchreihe, deswegen stört es mich hier nicht, weil ich mich darauf einstellen konnte.
Ja, liest sich flüssig, da waren Dialoge drin gleich und man fliegt da durch. Ja, eigentlich ganz interessant und ich glaube, im Oktober möchte ich ja eigentlich Halloween-mäßiges lesen. Es sind natürlich zwei New Adult-Bücher jetzt. Dass das trotzdem eher zum Oktober passt als The Love That Lies Within. Keine Ahnung, so vom Gefühl her. Also, für welches Buch habe ich mich entschieden? Ich habe mich entschieden für Night Sky Full of Promise. Ich bin irgendwie gleich besser reingekommen bei dem Einstieg. Es ließ sich irgendwie flüssiger, schneller lesen. Ich glaube, die Schrift ist auch ein bisschen größer als im anderen Buch, wobei nicht wirklich, sind beide aus dem Lux Verlag. Aber auf jeden Fall ist es in der Ich-Perspektive und ich glaube, dass das hier in der Sommernacht zwar passiert, aber trotzdem besser in den Oktober passt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das erklären soll, aber irgendwie vom Gefühl her denke ich, dass ich das eher im Oktober zur Hand nehmen werde als The Love That Lies Within. Und da ich ja die Rachebücher bis jetzt noch nie geschafft habe, ich traue es mir gar nicht laut sagen, lege ich natürlich das drauf, was mich am meisten von den Büchern anspricht und wo ich denke, dass ich am ehesten trotz der ganz tollen Bücher auf meiner Leseliste dazu greifen werde. Also ja, diesen Monat, Oktober, wird The Night Sky Full of Promise auf meine Leseliste wandern für die Rache des Sub-Buch. Und das war's auch schon mit dieser Rache des Sub. Ich finde, es ist mal wieder eine echt gute Rache, eine gnädige Rache geworden mit zwei übrig gebliebenen Büchern, zwei von neun Büchern und beides New Adult, was sich ja generell einfach und schneller liest als Fantasy, wobei ich aktuell mehr Fantasy lese, aber anderes Thema. Auf jeden Fall sind es zwei Bücher, die schon auf etlichen Leselisten waren und deswegen wird es echt Zeit und ich hoffe, dass ich Night Sky Full of Promise dann auch zur Hand nehme im Oktober, weil da könnte es natürlich sein, dass ich eher zu High Fantasy und Gruselzeug greife wegen Oktober, Halloween und so, da habe ich Bock drauf, aber mal sehen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ich werde es auf jeden Fall versuchen und es wird auf die Leseliste wandern. Ihr könnt mir wie immer gerne unten in die Kommentare alles zu den genannten und gezeigten Büchern reinschreiben, Fragen dazu oder wenn ihr es selber gelesen habt, eure Meinung zu den Büchern. Ihr könnt mich motivieren zu den beiden Rachebüchern, die noch über sind. Und ja, alles andere gerne unten in die Kommentare, wie immer, ihr Lieben, ihr wisst's. Ich liebe eure Kommentare und ich liebe den Austausch mit euch so, so sehr. Ich danke euch sehr fürs Zusehen bei diesem Rache des Sub-Video. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder mit ein. Das würde mich sehr freuen und würde sagen, bis dann. Tschüdelü!